anstatt ein Stream. Ja, deswegen weißt du es wirklich. Deswegen jetzt verstehst du, warum bei dir kein Stream läuft, hä? Genau. Was habe ich denn hier für Truhen? Ach so, ja, das sind die Truhen. Aha. Oh, ich habe noch zwei. Oh, ich habe noch zwei Wasserräder. Wird? Noch zwei Wasserräder? Cool. Oder sind das jetzt die zwei, die ich gebaut habe? Ich schieb das mal Ne, sind kurz die beiden, die ich gebaut dahin habe. und das dahin. 60. Ach du Schande. 60. Dann kannst du losgehen. Das Projekt muss ich beenden. 60, 300 Boards. Man hört Panda im Studio. Sehr gut. Dann hat das ja funktioniert. Danke, Sora. 300, ich brauche 240 Bauholz. Ja, dann viel Spaß. Geh doch schnell, wenn du mithilfst. Also, pack an. Nee, ich muss Felder umlegen. Warum willst du die umlegen? Was haben sie getan? Sie wachsen nicht mehr. Deswegen willst du die jetzt einfach umlegen? Ja. Du Feldmörder! Nein, ich lege sie nur woanders dahin. Sie Ja, du hast leben gerade gesagt, du weiter. legst die um. Du hast gerade gesagt, Ja, du legst die um. ich lege sie um. Ich lege sie auf eine andere Seite. Weißt du, Bist ein es ist wie eine Feldmörder. alte Frau, die sich nicht mehr gut bewegen kann. Man dreht sie manchmal einfach im Bett um. Geht sie gerade irgendwie aus Erfahrung? Moin, Retten, ja. Der hat gesessen jetzt. Ha ha ha. Nee, war nicht wirklich Du und witzig. deine Flachwitze, ey. Schlimm mit dir. Kennst mich doch langsam. Die Frage ist jetzt, packe ich das Feld auf die andere Seite? Oder lasse ich es... muss ich mal kurz gucken. Bei der Rüben. Bete, 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 bete. Willkommen bei Ecotime mit Ecolime, Ihr Kraftklärer für Holz, Stein, Metall und YOLO. Toll. Was? Nix, 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 nix. Ja, schon Also, verstanden. hier sieht man ja schon, die Felder hier werden schon blau. Da ist kein Platz mehr. Was, die Felder Entweder... werden blau? Ey, wenn du in dieser Echo-Ansicht da drin bist, in dieser Weiß ich, Kartenansicht. ich weiß, was du meinst, YOLO. Aber du verstehst gerade nicht, was ich meine, oder? Nee, deine dummen Flachwitze will aber auch keiner verstehen. Felder werden blau. Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nein, die Felder fangen nicht an, Alkohol zu trinken. Sicher? Wenn sie dich kennen? Wenn sie wissen, dass du sie bewässerst? Das ist doch nicht so schlimm. Da wird sich jedes Ich Feld sag freuen. bloß Stardew Valley. Du bepieselst ja auch mal die Felder. Den kannst du dich nicht ausreden jetzt. Du bepieselst auch immer die Felder und naja, die sehen danach so komisch aus. Den kriegen wir auch kaum goldene Früchte raus. Bisher hat noch kein Feld gemeckert. Ich muss mal ganz kurz meinen Karten holen. Ich bin. Michael, kennst du mich noch? Hieß mal. Ah, Kalle von mir. Ja, dich kenne ich natürlich. Auch aus Kalle sein Streams. Den Kalle-Fan, natürlich, den kennt man. Was ich jetzt in Red Ninja umbenannt, aha. Warum nicht Kein die Queen Kalle-Fan mehr? Ninja? Warum nicht die Queen Ninja? Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich, weil dir Rot gefällt. Also weil blau hast. Ich weiß, die Logik muss keiner verstehen. Das ist die Panda-Logik. Überleg Das gerade, ist die wo ich geparkt hatte. Hier Panda-Logik. oben, oder? Hatte ich hier oben geparkt? Ja, da Nee, steht mein Wagen. du hast da nicht geparkt. Doch, doch, hab ich. Du stehst im Parkverbot. Naja. Ja. Jetzt zwar nicht unwahrscheinlich, Und dann aber. 39 Tage noch. YOLO, 139 Tage noch. Dann knallt's. Na, Dann na. rabbelt's. Außerdem wird Okay. hier auch uns noch gesehen. Warten. Ich habe gedacht, wir hätten der Meteorstand auch auf Stand der auf 180 Tagen. Ja, die Zeit. Wir spielen schon 50 Tage das Projekt. Nee, 40. Heute ist Tag 41, glaube ich. Klugscheißer. 139 Tage, 17 Stunden, 41 Minuten und 52 Sekunden. So lange haben wir noch Zeit. Ja, Sollten das wir schaffen wir. hoffentlich. Wenn wir natürlich jetzt noch mehr Leute dazu bekommen würden, die natürlich die Skills besser lernen könnten als wir. Weil die kriegen ja noch die Skills günstiger als wir. Hä? YOLO? Hey, ja gut, das ist auch schon teurer, aber es ist immer noch günstiger als bei uns. Na. Wenn ich hier mit diesen doofen Feldern fertig bin, habe ich den Karren mitgenommen, habe mich hingesetzt. Ich bin in der Hälfte.
Dann tue ich erstmal ein bisschen was backen, denn ich habe mich hab jetzt Skillpunkte gesammelt, damit ich backen kann. Die Feuerwache haben wir aber noch nicht gebaut, Jolo. Mir doch egal. Also bitte nicht backen. Warum die Bäckerei so abseits steht? Stimmt. Was denkst du, warum die Cafeteria in der Nähe von deinem Haus steht? Ist sie doch gar nicht, aber auch gut. Steht in der Nähe von deinem Haus die Cafeteria? Nee. Wenn man es richtig nimmt, schon. Also sie steht näher an mir dran als an dir, aber es ist trotzdem noch genug Entfernung. Und ich ernsthaft die, boah, bin ich doof. Kein Kommentar, weil ich Jolo jetzt selber Streams mache und ich fand den Kalle-Fan-Michel nicht so nice. Ja, ich meine, das ist eine gute Kalle-Werbung, aber wenn du dir was Eigenes da machen willst, dann auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall ein guter Name. Besser gelungen als meiner. Das ist ja auch nicht schwer. Na, danke. Bitte. Sieht regelrecht, wie die hier Bots reinhauen und gleich wieder rauspressen. Da. Oh Mann. Das letzte Wasserrad ist fertig. Ja, auf geht's. Muss ich gleich nochmal nach da oben laufen? Och nö. Auf geht's mit dem Wasserrad jetzt und. Und jetzt? Ich hab grad ein Kindergejahr. Ich überleg grad, ob das mein Kleiner ist oder ob das hier draußen ist. Ist draußen. Ich bin die Mutter, die schreit. Hört sich nicht wie meiner an, ist nicht mal. Oh, nee, kannst du auch nicht, der ist. Geht ja auch schlecht, sie ist ja nicht da. Oh, ja gut. Verdammt, jetzt hat er es wieder resettet mit den Beats. Okay, also, wir können jetzt die letzten Teile abgeben. Danach braucht das Buch 30 Minuten. Ich glaube, das hat sogar schon jetzt angefangen mit Forschen. Ja, das heißt, ich brauche keine vollen 30 Minuten mehr für Mechanics. Und dann haben wir schon das Mechanics Skillbook. Komm vorwärts, Jolo. Das ist gut. Ich glaube, muss dafür nur drei Wasserräder bauen. Zu hoch. Weg, also in 14 Minuten und 41 Sekunden. 14 Minuten, Jolo! 14 Minuten! Ah! Gleich wieder da. Bis gleich. Und Rot ist meine Lieblingsfarbe. Ja, das ist schön. Rot ist aber auch eine tolle Farbe. Ich bin zwar mehr der Blautyp, aber Rot tut's auch. Hier noch. Oh. Da noch. Oh. Noch. Vielleicht lasse die Felder hier stehen und vielleicht tun sie sich ja irgendwann wieder dazu entscheiden. Jo, ich lasse jetzt hier wieder Rüben wachsen. Vielleicht mussten die einfach nur eine Zeit lang abklingen. Da habe ich mich leider nicht lange nur genug für beschäftigt, um das zu wissen. Mal sehen. Wird schon schief gehen. Ha, Jolo. Du bist schuld gewesen. Woran? Jolo war schuld. Einfach fertig, Diskussion beendet. Okay. Ne, mein Kleiner hat auch geschrien. Ah. Außen hat ein Kind geschrien und er hat auch geschrien. Deswegen habe ich es verdreht. Na, ja. Haben wir. Und warum? Noch? Weißt du, warum er geschrien hat? Weil er keinen Hunger hat. Doch, weil er Hunger hat. Nein, weil die Katze die Wohnzimmertür aufgemacht hat. Ah, da besitzen wir noch Bauholz. Unsere Katze kann Türklinken aufmachen. Ja, das ist ja nicht schwer. Du bist doof, wenn man sie in ein Zimmer einsperrt. Es gibt einen englischen großen Streamer auf Twitch, der heißt Ninja. Der hat immer in seinen Streams 200.000 Zuschauer. Das ist nice. Aber ist auch englisch. Red? Ey. Der Red Ninja. Er kennt einen Streamer, der über 200.000 Zuschauer pro Gedöns hat, pro Stream. Entweder hat er von 28. da sich seinen Namen oder einfach so. Okay. Kann auch mal welche abgeben.
Denkt mal dran, alle beim Gewinnspiel mitzumachen auf YouTube. Herr YOLO. Und nicht vergessen, der Stream für das Gewinnspiel ist am 2.8., nicht 2.7. Genau, 2.8., ja. Das war ein Kritzelfehler von uns. Ja, kein beiden. Kritzelfehler, das war ein Denkfehler. Ja, Entschuldigung, meine ich doch. Und ich glaube, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich habe sogar falsch reingeschrieben ins Video. Ach so, ich habe es gar nicht reingeschrieben. Ja, nö, du hast ja ziemlich auffällig reingemacht bei dir. Was, ich und auffällig? Ich musste dreimal reingucken, damit man es erkennt. Das ist ja auch der Plan. Guten Tag. Also ich fand es bei dir ein bisschen zu auffällig. Beim ersten. Ja. Hallo, da war ein Pfeil und die Leute konnten es sehen. Ja, man muss ja drücken. Na gut, du machst das gleich extra kompliziert. Ach, extra schwer. Bei Jolo ist es extra schwer. Bei mir ist es, naja, angenehm okay. Mhm. Ernsthaft? Nee, ich war jetzt wirklich... Oh, wie doof kann ein Mensch eigentlich sein, der Pandalas heißt. Ich habe ernsthaft jetzt die Loks aus dem Kacheln verbaut. Ach, weil den Karren angeschlossen hattest du da wie? Nee. Die Loks, die Bretter in dem Kacheln wollte ich eigentlich benutzen, um den Werkstatttisch zu machen. Die habe ich auch jetzt hinten für den Fußboden in der Werkstatt genommen. In der Fabrikhalle. Weil zum einen komme ich mit meinem Chat so relativ gut selber klar und zum anderen, ich habe selbst noch Mods. Die sind zwar nicht Mods da, aber bei meinen paar Zuschauern, da lohnt sich das aber auch momentan nicht. Du hast Mods? Natürlich habe ich Mods. Wer Mods hier rum? Nicht Motzen. Mods. Mit D. Naja, deswegen modst du ja immer rum, ich weiß. Ich bräuchte mal einen Mod gegen Pandalas. Gibt's nicht. Sicher? Den hat meine Freundin schon. Ich gebe dir nur ein einziges Mal auf der Welt. Überlegen, was man mit den Straßen machen will. Mein Stockpile ist voll und ich habe noch für über 593 Straßen in der Warteschleife. Wir sollten was gegen die ganzen Straßenmengen machen, oder? Ja. Habe ich. Hey, was fehlt hier noch? 20. 140 Holz. Haben wir die noch irgendwo? YOLO? 140 Holz. Ja. Hier ist denn Waldenfels bei Bäumen. Mit dem Holz baue ich nämlich momentan Tische und Stühle. Und die werden ja momentan noch für oft gebraucht. Oh ja, das stimmt. Ich weiß nicht, wie viele du gerade machst, aber... Einige. Warum so viele? Weil wir auch noch andere Häuser haben, die wir ein bisschen dekorieren wollen. Boah. 2, 4, 6, 8, 10. 109 Holz habe ich gerade mal. Jetzt gehen wir mal bei Jolo noch hin und klauen bei ihm das Holz. Ich hab geahnt, dass das jetzt kommt, das. Ich hab grad die ganzen Rübensamen in die Kiste gelegt, aber habe ich noch keine neuen angepflanzt. Ein einziges Holz fehlt, dann hätte ich nämlich 120 schon. Nö, ich hab nur 119, YOLO. Müsstest du in der Welt es liegen oder hast du das gerade schon geklaut? Hab schon bei dir geklaut. Ach so, ja dann. Ja, fehlt nur noch einer. Mach mal noch bitte einen 1000er Auftrag. Ne, einen 500er Auftrag für normale Bausteine. Okay, kann ich machen. Weil die Decke von der Fabrikhalle wird nämlich aus Stein. Oh, okay. Irgendwie haben wir keine mehr. Und auch daran liegen, dass ich die alle verbaut habe. Ja, und ich weiß noch nicht mal wofür. Dann kommt ihr immer mein rein Haus und dann so Sachen alle weg. Mein Haus zum Beispiel. Wie so ein Staubsauger ist er da. Hast du eigentlich schon mal wieder Ziegelsteine gebaut? Ja, natürlich. Im Boden, ich sehe keine. Dahinter, der. Außerdem hast du schon welche geklaut. Ich war vorhin da lagen da welche und jetzt sind weniger da. Also kannst du mir nicht erzählen, dass du die nicht gefunden hast. Nein, ich habe keine genommen. Ich bin gerade sogar vorbeigelaufen, habe noch 4 Steine reingelegt. Und da waren weniger da als heute Mittag. Denk dran, da ist noch vor der Mine ein Stockpile voll mit Steine. Und, denkst du, trage ich darüber? Also, du bist doch Steinmetz hier. Bestimmt schon. Kann ich auch gerne die Lieferung dann in Rechnung stellen. Das kannst du gerne machen. Kannst du mal wieder Lumber Tycoon spielen?
Ich würde den Lambertiken aber wahrscheinlich dann von neu anfangen, denn meinen weitesten Spielstand habe ich irgendwann mal aus Versehen gelöscht. Wisst ihr was? Ich bin heute mal einfach so frech und unverschämt die letzten 20 Loks, die wir jetzt gefehlt haben, also Bretter, Balken, die habe ich gecheatet. Wie kann er nur? Also Lambertiken ist bei mir auf jeden Fall irgendwann mal wieder drinne, aber das werde ich dann wahrscheinlich auch mit Kalle oder so machen, weil der ist auch so ein Roblox-Liebhaber, den wird man dazu auch wieder bringen können. Hätte das immer wieder irgendwann vor. Aber ja, wer weiß wann. Also, weißt du, was ich mir heute geholt habe? Was denn? Von City Skylines das neue Modpack mit den Parks. Ah, cool. Das will ich demnächst auch, wenn der neue PC dann fertig ist, auch wieder vielleicht entweder Let's Play oder Stream. Ich bin hier noch nicht ganz sicher. Bin ich mir wirklich noch nicht sicher. Auf eine Art wäre natürlich praktisch zu streamen, weil kann man natürlich die Zuschauer mehr besser einbinden. Joa. Damals habe ich es mal gemacht und da habe ich mich dann die Straßen schon zu Zuschauern umbenannt. Was hältst du eigentlich von Stardew Valley Streams? Was? Stardew Valley Streams. Ach, das war eine Frage an mich? Ja, das war an dich. Ja, aber jetzt nicht mit uns im Let's Play stand, oder? Doch. Ich würde, also jetzt am Anfang noch nicht, aber ich würde wahrscheinlich eine Zeit, also ne, irgendwann mal nochmal davon ein bisschen Let's Playen, weil wenn wir halt immer nur dieses Tagesding machen, dann sind wir halt auch wirklich erst in ein paar Jahren durch. Ist zwar nicht schlimm, ja, das Problem ist nur, es gibt auch Zeiten, die ziehen sich sehr lange. Ja, okay, hast ja in dem Fall recht. Können wir uns ja vielleicht Beispiel mal überlegen. Den Winter oder so können wir vielleicht als Stream machen. Ja, das wäre natürlich eine Methode. Weil im Winter gibt es nur diese Winterfrüchte und die Mine. Und ich würde ja bis dahin noch den Bus fertig bekommen, aber das kommt auf jeden Fall im Let's Play. Ja, hast ja gewonnen, mein Gott, ey. Gib ich auf. Finde nie das blaue Holz. Oh, ja, ja, das kenne ich. Vor allem, da gab es auch in Lamba damals, als wir gespielt haben, irgendein Update. Und irgendwie war dann kein Weg mehr frei. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile wieder gepatcht haben. Ich denke mal schon. Aber man weiß ja nicht genau. Zumindest Galle und ich, wir haben es dann auch nicht mehr gefunden. Und dann kam ja auch das mit diesem Lichtupdate, dass es in der Mine auch so stockfinster noch ist. Und ja, ja. Von was redest du gerade? Von Lambertiken. Das ist ein Roblox-Spiel. Ach so, kenne ich nicht. Mega. Bist du kennen? Ich kenne dich ja auch und ich kenne trotzdem keinen. Muss man eigentlich trotzdem nicht kennen. Also. Ich weiß, ich bin so fies. Ich habe auf Lambertiken, glaube ich, die meisten auf. Weiß nicht warum. Ich habe das mal als Blade und wollte irgendwie jeder gucken. Aber macht auch immer so viel Spaß, das Spiel. Immer so, bei den billigsten, bei den einfachsten Spielen gucken die meisten, ist auch bloß Minecraft. Hallo, 3 Minuten Minecraft 30, YOLO. Was ist das? Machen wir was hin. Dann ist das Buch fertig. Ah, cool. Oh ja, stimmt, diese ganzen Event-Sachen. Ich hab, glaube ich, noch in irgendeiner Welt diese Lieder-Kürbisse. Hältst du mir gerade Sachen in die Bude? Nein. 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 Hast du mir gar nichts reingestellt, was da nicht rein sollte? Egal. Nein, ich hab gar nichts gemacht. Na dann. Oh ja, grüne Kürbisse, sehr schön. Die sind, glaube ich, das letzte Halloween-Event gewesen. Generell mal wieder bei Roblox reinschauen, was sie so für neue Spiele haben, weil da gibt es ja andere und neue Creator und neue Sachen und neue Events. Das kann man auf jeden Fall mal wieder in Anspruch. Bett. Da habe ich das Wort vergessen. Deutsche Sprache, gute Sprache heute. Können wir auf jeden Fall mal wieder machen. So, okay. Ist noch, wie gesagt, noch ein paar Minütchen. Warten hier, ein paar Minuten. Und schon wieder geplant. Wir müssen mal wirklich gucken, dass wir hier schnellstmöglich offstream-mäßig die ganzen Stockpiles mit den Erde, mit der Erde leer bekommen. Was mit dem Stockpile hier oben bei der Cafeteria? Achso. Brauchen wir gar nicht mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. So, das kommt hier rein. Haus den nicht weg hier. Die Beete kommt nach oben und ich wollte. Oh, 22 FPS, sag mal, YOLO. Was machst du mit deinem Haus? Und mein Twitch-Chat hat sich gerade verabschiedet. Oh, das ist doof.
Ah, okay, der lädt gerade, anscheinend neu. Irgendwas ist da wohl gerade. Auch das da lernen. Okay, Twitch steht online. Twitch auch, ist ja auch noch online. Alles bestens hier. Backenstufe 2 habe ich das noch nicht. Ach ja, stimmt, da muss ich erst Backenstufe 1 machen. Da gehen wir mal gucken. So. Ich habe den roten Kopf und den blauen Ball. Oh ja. Ist nice. Da ist auf jeden Fall noch jemand sehr aktiv in den Lambateiken. Machst du gar nichts? Ich warte hier gerade nur die ganze Zeit drauf, dass mal endlich der gottverdammte, das gottverdammte Buch fertig wird. Ja, mach das. Ich guck mal. Oh, Mann. Ach nee. 55 Sekunden noch. Joda, wie sieht's denn hier bei dir aus? Meinst du? Sieht ja interessant aus. Oh. Das da kommt als nächstes dran. Das heißt, 12 Zucker, 12 Hefe und 40 Backsteine. Das sind einfach mein Backstein. Ah. Toll, 20 Bretter auch noch, okay. Kannst du 20 Holz zu mir hochbringen, dann kann ich dir 20 Bretter machen. Mache ich. Nehme dann auch 20 mit und dann, haben wir die, dann hast du deine 20 Bretter. Ach komm, ey, ja, komm, los. Mache ich hier von 12. Kann doch gar nicht so lange dauern, ja. 11 Sekunden, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Fröhliches neues Jahr! Ein Inventar ist wohl, das heißt, die stelle ich jetzt einfach mal hier ab. Ich habe nicht genügend Inventar, Platz im Inventar, um das Buch aufzunehmen? Ach nee, ich habe wohl canceln. Ich wollte das Projekt gerade canceln. Oh, und das ist schon fertig. Ah, oh, das wäre fies gewesen jetzt. Das wäre mies gewesen jetzt. Oh, nee. Zack. So, 12 davon, dann noch 40 Steine und die 20 Lampen. Ja, YOLO. Hab mir ständig gelernt. Schön. Zack. Und jetzt habe ich auch gleich geskillt. Ja. Ich hab's geskillt. So viel ich kann. Ja. So, jetzt habe ich nur von ich habe jetzt gerade fast über 1000 Skillpunkte rausgehauen, nur für den kompletten Baum für Mechanics. Ja, ist doch gut. Oh, Mann. 1, 2. Gut, 20 Holzbalken. Holzstämme nehme ich jetzt noch mit, dann kann ich die in den Projekt. Ah, wir haben gar kein Holz mehr. YOLO. Holzfarm. Ja, ich bringe gleich Holz vorbei für das Dingsbums. 40 Holz insgesamt. Kein Problem, ring ich dir. Jetzt. Jetzt mal kurz lieber sicherheitshalber nehme ich noch einen Stockpile hinter meinem Haus, weil ich leider keinen Platz mehr habe für ein weiteres. Ich verstoße zwar damit gerade gegen eine von unseren essentiellen Regeln. Bin mit dem. Aber Jola macht das sowieso. Was soll das denn heißen? Ich lebe mir hart vor meinem einen Lager. Deswegen hat doch dein Steinmetz 2. Oder deine Cafeteria hatte gerade bis gerade eben noch 1. Oder die Mine hat sogar 4. 3. Die Mine darf das. Nein. Und Ja, jetzt wir ausreden hier. Ich kenne dich schon hier, Jolo. Ja. Egal. Die Tische. Gut, Leute, das machen wir jetzt einfach. Wir müssen jetzt mal gucken. Wir brauchen jetzt die. Ja, ich habe Mehl mitgenommen, anstatt Zucker. Upsi. Den Werkbanktisch. Wo ist er? Das heißt, wir zum. Wo ist der Mechanikertisch? Ach, da. Mechanic Table. Dafür brauchen wir jetzt noch 4 Eisen. Ah, dadurch, dass. Oh, deswegen. Dadurch, dass ich ja hier das gelernt habe, Effizienz, brauchte ich ja gar nicht so viel Material. Toll. Also, habe ich jetzt noch 5. Was ist eigentlich das Buch dafür? In der rechten Truhe, wenn du zur Tür willst, rein willst. Falls du doch Lumber brauchst, ich habe sogar noch 20 bei mir im Kachen. Moin, help for you. Ich würde dir Sachen geben, das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich. Also, mein Haupthaus habe ich auf jeden Fall irgendwann mal gelöscht. Ach so, ich muss gerade überlegen, was du meinst jetzt hier wieder. Du redest wieder ein Rätsel, YOLO. Ich weiß nicht, von was du redest. Ist auch nicht schlimm. Stimmt. Ich denke mal, wenn ich mal wieder mal Lambateig und spiele,
Dann kann ich wahrscheinlich die Sachen, die ich noch habe, mal ja, wahrscheinlich weitergeben. Ich hoffe, ich habe das Haus noch, wo ich diese ganzen Kürbisse mal gekauft habe. Und ja, dann sehen wir weiter, was da ist. Jolo! Was denn? Ging dir gerade 20 Lamber. Die brauchte ich doch nicht. Ah, die hat. Oh Mann, ich pack die hier rein in deine Maschine. Dein Tisch tut sie gleich einsaugen. Ja, so richtig. Dir noch 12 mal Mehl. Ja, ich weiß. Zucker. Zucker ist das Mehl, habe ich nämlich dabei. Oh, stimmt. Moin Kalle, wie geht's? Nicht der Kalle, der andere Kalle. Bett. heute spielen wir keinen Lammatrecken mehr, heute ist nur Echo dran. Gerade, du hast doch irgendwo noch ein Buch gehabt mit Mühlen. Ja. Wahlen. Das habe ich noch nicht gelernt gehabt. Habe ich vor uns gesehen. Zack. So, das da kommt wieder zurück. Ich muss Zucker herstellen. Na, super. Auf unserer schönen Schnellstraße hier, die ich mit harter Schweiß und harter Arbeit hier erbaut habe. Mit meiner eigenen Manneskraft. Du und Kraft. Fange ich Ja, ja, ja. fang ich ja nicht an zu lachen. Ich hab dir was gerade gesagt, Jolo. Zu spät. Ah. War schon im Satz. Sag mal, das ist doch eine. So was von der. Wort kann ich nicht so gerne in den Mund nehmen. Oh, hast du das laut gesagt? So, da. Oh, genau 8. Perfekt. Den hier so hinsetzen. Denn wir wollten. Ich wollte diesen. Ah, falscher Platz für das Item. Ja, ich weiß. So, einmal hier hin. Zack. Was Übrigens wollte momentan ich so neu im Echo ist, ist eigentlich nur, dass die ganzen Schilder irgendwie in der Wand sitzen und es gibt jetzt einen Fahrstuhl und was war noch neu? Ach ja, es gibt jetzt verschiedene Türen. Also hat sich ein bisschen was getan. So, das da rein. So, das ist, was denn? Nee, nee, ich überlege gerade. Was ämst du hier schon wieder so rum? Ach ja, und Das es gibt übliche jetzt nur. dieses schöne Fahrzeug hier, damit kann man die Felder machen. Man ist ein bisschen langsam unterwegs, aber es ist für Felder ganz praktisch. Statt die alle einzeln zu behacken hier. Ja, für große Felder lohnt Beharken. sich das auf jeden Fall. Ich hätte ja gerade das Rübenfeld damit gemacht. Das war auf jeden Fall besser, als jedes Mal zu jedem Feld zu gehen und dann. Okay, mache ich. Aber Hast du Galle, natürlich ich immer habe noch auch keine. gesehen, dass du ganz viel online warst. Ja gut, das ist ganz viel relativ. Brauchen unbedingt diese Steine. Als normale Bausteine. Bevor da kriege ich die Fertigungshalle nicht fertig und in einer Minute ungefähr oder so, in 2 Minuten ist nämlich die. Wie hieß denn das Ding jetzt? Passora. Der Mechaniktisch. Hallo. Ja, genau, der Mechaniktisch nicht fertig. Und Moin, da Sora. brauche ich den Platz auch wieder. Da brauche ich die Fertigungshalle. Meistens Oder haben sie den ja. rechten Flügel. Alle, du weißt, ne? Wenn wir mal wieder was spielen wollen, musst du nur Bescheid sagen. Ich hab da momentan sowas, das nennt sich Ferien. Das ist ganz praktisch. Werden das? Da kann man nicht essen. So, 500 Steine wolltest du? Also Steinziegel. 500. Das macht dann einmal 800 Steine. Das sind 4 Touren in die Mine. Das mache ich jetzt. Machst du jetzt erst? Vor allem die Türen sind auch ein bisschen dicker. Nee, also, jein. Also, weg ist es. Ich hole jetzt die Steine von hier vorne und trage sie nach da hinten und dann, wenn ich noch was brauche, gehe ich in die Mine. Trage ernsthaft, ich kann maximal 60 Kilo tragen. Die Werkzeuge kosten alle 1 Kilo. Ich habe 86 einfache Salate, die insgesamt 25,8 Kilo. Ich schleppe 26 Kilo Salat mit mir rum. Das wiegt ja echt so viel. 0,3 pro Salat. So. Och du Scheiße. Bin Kleister. Wie viel trägst du mit dir rum? Fast 26 Kilo Salat. 86 Stück. Ich überlege Frag gerade, mich wo die ich ganze meine Zeit nicht, Karre warum ich geparkt habe. mein. Ich glaube oben. Warum hast du die Nachricht jetzt gerade zurückgezogen, Sora? Was sich da schon wieder erledigt hat. Nee, das sagst du mir jetzt. Das will ich jetzt wissen. Nö. Ja, doch. Nö. Doch. Nö. Lass dich von Jolo auspeitschen. Weil, nee, es gefällt dir immer.
Da sagt sie nichts mehr. Ein Kilo und was? 0,3 Kilogramm kostet ein Salat. Die kosten ein Kilo, was wiegen sie denn? Soll ich fragen? Kosten ein Kilo? Wahrscheinlich hast du das gerade gesagt. Ja, kann auch sein. Hör dir ja nicht zu, aber der Chat tut das. Oh ja, ne. Was ist das für ein komischer Typ hier? Schnell weg hier. Andalas LP, was ist das denn für ein lästiger Name für einen Wagen? Ableuchter. Na gut. Das braucht man nicht wirklich drauf, aber okay. Ja. Was hast du jetzt gemacht? Für die Steine draufgeschmissen. So. Nee, das Holz. Hat er gesagt? Ja, hat er gesagt. Was habe ich gesagt? Kostet ein Kilo und wie viel wiegt? Also, du hast gesagt, es kostet ein Kilo. Ja, kann sein. Wenn Jolo da ist, da bin ich immer so, weiß nicht, verwirrt. Ah, oh, sieht immer an mir, ich weiß. Jolo macht einen immer nervlich fertig. Übrigens, weißt du, warum unser Buggy-Kachen so schief steht? Da kam vor uns ein Jolo vorbeigelaufen und hat ihn einfach weggepokt. Bison. Ach so, ja, meinst Kalle war's. Der Bison hat einfach mal den ganzen Kachen zur Seite geschossen. Ja, das machen die Bisons gerne. RP kann ich nicht spielen, aber PUBG würde ich mal wieder machen. Immerhin mache ich ja noch diese doofen Updates davon. So, ich muss hier einmal runter. Hui! Hui! Hoffentlich können wir mit dem Mechanikwagen dann die Dings bauen, die, Du meinst, dass das höhenmäßig und so passt? Was? Ich hoffe mal eher, dass man mit den Mechanikwagen die Rampen fahren kann, weil irgendwie habe ich das gelesen von einem fatalen Bug, dass die irgendwie die Rampen nicht fahren können. Oh, wir probieren es auf jeden Fall aus. Ich hoffe mal, dass wir jetzt eigentlich nicht die Wagen, ich meinte eigentlich den Fahrstuhl. Oh, den wirst du, denke ich mal, erst noch nicht mit Mechanik, oder? Theoretisch eigentlich schon. Ich weiß es nicht, also vom Aussehen würde er zu dem Mechaniktisch passen. Ja. Aber sehen wir danach. Wenn du gebaut hast. Wir werden sehen, genau. Derzeit gucke ich erstmal, dass die fertige Halle vorwärts kommt hier. Und du machst ja eh nichts. Natürlich, ich stamm grad, ich farbe gerade Steine für deine doofe Halle. Doofe Halle. Du willst auch mal gerne über die Fortschritte sehen hier. Gib Ruhe oder ich verkaufe dir gleich die Steine. Verkaufen? Du willst mir die Steine verkaufen? Dann müsste ich erstmal dann stelle ich dir aber das gesamte Holz, was ich dir gebastelt habe, die ganzen Stühle, alles in Rechnung. Pleitegeier, Pleitegeier, mit. Achso, Pleitegeier, YOLO. Nicht wirklich, ich habe mir jetzt genug Geld. Ja, ich weiß, nachdem du ja einfach die ganzen Münzen gepresst hast, die ich mir geschmolzen habe. Schmelzen auch nur 5000. Am Ende waren es aber 5000 Münzen. Ah? Du bist wieder 5000 Economic Coins, Economics reicher gewesen hier. Oh, ich könnte mal wieder Geld umtauschen. Wie sieht's denn aus? Ich besitze noch 2900, die ich umtausche. Kannst du vergessen, ich habe nur 299 Economics. Oh, wobei, ja. du hast aber auch nur 3004 Pandalus Credits. Nee, 2099. Okay, wer hat dann die restlichen? Fünf? Ich frage nicht. Ich frage lieber nicht. Das Problem ist der Tresor. Ah, komm genau richtig hier. Komm zu Hause an, ist der Mechanik-Table nämlich fertig. Das ist nice. Ja. Welche Truhe hat das Ding jetzt das geschmissen? Toll. Ah, okay. Nicht hier. Da ist er. Ich will eigentlich noch die anderen Dinger mitnehmen, diese Fehler. Achso, ja. Ja, Kalle, kannst du mir ja später mal zeigen. Keine Ahnung, kommst du erst vorbei, sagst du Bescheid. Übrigens haben die Bautisch, Nico, das haben wir gar nicht damals geschafft, soweit, oder? Was denn? Die haben nämlich einen Bautisch rausgenommen und dafür ein Fließband hingemacht, reingesetzt.
So, nee, das haben wir gar nicht gemacht. So weit waren wir gar nicht. Nee. Nachdem wir Eisen gemacht haben, wurde schon rumgemeckert. Nee, das leckt. Und das ist ja jetzt schon Premiere. Zimmer gezeigt. Genau, das ist ja jetzt schon Premiere. Das erste Mal, dass wir mit Shenix haben. Ja. Premiere heute. Die Fertigung geht weiter. Heute passt der Titel. Nicht so wie letzte Woche, wo ich bloß die Fertigungshalle gebaut habe. Nee, Montag war das? Ja, Montag. Heute passt der Titel. Die Fertigung geht weiter. Dolicia. Kommt also eigentlich welchen Lautsprecher läuft das überhaupt? Wie ich auf meinen Grundstücksnamen kam. Ja, Jolisia, das klingt zu weiblich. Das heißt Jolisia, aber auch gut. Mega. Klingt trotzdem so weiblich. Auch wenn es zu dir passt. Sag dir jetzt nichts mehr. Hat schon einen Hintergrundgedanken. Kannst damit doch wahrscheinlich eh nichts anfangen. YouTuber-Nose. Bett. Kulturbanause? Dein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. Schön, Sora? Nö. Hat ich gesagt, nö? Fällt mir auch immer wieder im Rücken. Sora ist was wie Schrödingers Katze. Sie ist da, sie ist aber auch nicht da. Ja, aber Schrödingers Katze war es auch ein bisschen was anderes. Die war in der Kiste radioaktiv verstrahlt. Bad. Sagt Pallas, er soll das Reden anderen überlassen. Bad? Was? Du sollst das Reden anderen überlassen. Warum? Keine Ahnung, das wird mir ja auch wieder. Wenn ich das Reden dir überlassen würde, dann würde ich hier nur. Wir hören uns halt noch nicht zuschauen. Weil sie alle eingeschlafen sind. Wäre ja nichts zum Lachen hier. Ich bin die Lachnummer. So. 1, 2, 3, 4. Ich hasse das, wenn die Decke immer. Weißt du, die Decke ist genau auf der Höhe, dass ich gerade so rankomme. Decken ziehen. Stopp. Jo. Steine. Was sind das? Bring ich gerade. Bringst gerade Steine? Nein, ich bringe Steine. Hab ich doch gerade gefragt. Ach so. Ja. Oh, YOLO. Ja, ist recht, das Verbindungsmodul ist wirklich kleiner geworden. Ich glaube, das Server hat gerade Schluck auf. Das kann sein. Es könnte vielleicht damit zu tun haben, dass wir gerade so viele Steine von A nach B transportiert haben. Mag der Server nicht so gerne. Ja, wobei der schon maximal ziemlich viel Arbeit hat. Gut, aber du weißt, Arbeitsspeicher und Spielleistung sind zwei verschiedene Sachen. Na gut, dann wieder. Und dann auch mit eurem Bambus-PC ist, also da wundert es mich gar nicht. Bambus-PC, gibt die gleich Bambus-PC. Da mit der Bambusstange direkt. Bambus-PC. Ja, nice. Jolo. Soll ich dir gleich mal die restlichen Steine noch bringen? Brauchst du die noch? Warte mal kurz. 15, 15, 20, 25, 30 Steine brauche ich hier noch, also zwei Stacks. Okay, bring ich dir. Die brauche ich jetzt noch mindestens für die erste Halle. Dann kann ich nämlich schon. Also soll ich jetzt mehr mitbringen oder nicht? Wenn du 30 mitbringst, reicht erstmal. Weil lagern kann ich die hinten nicht. Schreib mich WhatsApp, sein PC läuft bei Diesel, ich weiß. Ey, aber nichts gegen Diesel. Diesel ist eigentlich eine gute Sache. Bett. Wissen PC läuft ohne Diesel? Das weiß ich, dass du sein PC nur Diesel frisst. So schlimm wär's aber auch nicht. Dicke Abgase. So, ich setze jetzt erstmal schon. Oh, guck dir mal das schöne Schmuckstück an hier. Ich komme. Warte. Diesen denkwürdigen Moment. Warte ich wirklich, bis Jolo hier ist. Alle, aber deine Boden Schreibeffizienz ist heute auch wieder am Boden. Falls ich mal.
Beeil dich doch mal. Ich komm doch schon, schneller geht nicht mit der Karre. Du schaust so. Mal, kann das eher passen, das 1, 2, 3, 4. Schade. Wird es jetzt lieber nur eins raus? Oh yeah, das Zuckerrosen-Projekt ist fertig. Das heißt, ich kann gleich das Buch erstellen. Ach nee, ich mach das später. Andersrum. Ich warte gerade regelrecht auf dich, um diesen denkwürdigen Moment für den Mechanic-Tisch aufzustellen. Der zwar noch nichts bringt am Ende, weil erstmal noch die Decke fertiggestellt werden muss, aber das ist erstmal zweitrangig, ja? Ich bin doch schon da, ich bin doch schon da. War noch nicht hier. Natürlich bin ich hier. Nein, ich sehe dich nicht in dem Raum. Ja, ich suche gerade, ob ich hier irgendwo reinfahren kann, aber wahrscheinlich nicht. Nein, kannst du nicht. Nur gut. Ja. Der denkwürdige Moment, wo der. Stell ihn hier hin. Du willst hier erst die Decke fertigstellen. Du bekommst keine Steine von mir. Willst du nicht zusehen, wie ich diesen denkwürdigen Moment hier aufstelle? Nö, ich kann den nämlich nicht bauen. Weil du, Arsch, das ganze Ding dir reserviert hast. Und nicht freigegeben hast. Ich glaube, es hackt. Ach so, stimmt, ja. Ich glaube, es hackt. Er wird hier nichts an andere. Ja. Und weiter. So, damals, wir müssen halt. Oh, Tier 2 Material. Tier 2 Material? Der ganze Raum ist fast aus Tier 2. Abgesehen von den Wänden. Von der Decke. Der Raum ist noch offen, das heißt, ihr zählt das noch nicht. Ach so, bestimmt. Können wir trotzdem schon mal durchgucken. Was haben wir hier? Assembly Line. Ach du Schande. Boiler? Also brauchen wir einen Boiler. Screwpresse. Das ist eine Reihe von Kettungs- und Holzverarbeitungswerkzeugen, die bei der Schaffung von Rädern und Transport benötigt wird. Was? Oh, jetzt darfst du. Ja, der Tisch funktioniert. Oh! Vor allem hier ist doch auch, glaube ich, dann der nächste drin, oder? Wir brauchen bitte einmal den Eisen hier. Nö. Kann sein, dass es der natürlich ist. Aber irgendwie kann man nicht das bauen, was ich eigentlich erhofft habe. Habe ich 10 Eisen mit? Nö, habe ich nicht. Aber ich habe hier noch was drin, was ich gleich verbauen kann. Ich muss jetzt erstmal noch nach Hause und gucken, ob ich die Bretter noch zu Hause liegen habe. Die Eisen. Ne, die habe ich wieder zurückgebracht. 10 Eisen brauche ich. Und dann müssen wir schauen, wo zum Teufel der Tisch ist. Außer natürlich ist der doch dieses komische. Ach, hier ist dieses Steam-Fahrzeug drin. Ja. Ich nehme eins. Jolo. Wir müssen erstmal die Werkbank dafür haben, um die Kleinteile herzustellen. Ich nehme eins. Ja, dafür brauchst du aber auch Öl. Ja, wir haben doch schon die Brücke gebaut. Wir haben noch keinen, der Twilling gelernt hat. Ja. Geschweige denn geforscht. Das stimmt leider auch. Zusätzlich haben wir noch keinen, der Industrie gelernt hat. Er hat es nämlich auch noch nicht mal erforscht. Zusätzlich kommt noch, dass keiner Elektronik gelernt hat. Na gut, das brauchen wir ja auf was anderes. Ja, das kommt ja erst später. Dann schreibe ich schon, wenn wir hier mit den Autos langdüsen, dann. Krumms! Ab in den Fluss. Ich sehe schon, wie Jolo sein erstes Auto mitten in den Fluss manövriert. Warte mal, hier gibt es noch gar keine Gummibäume. Verdammt, ich muss noch Gummibäume pflanzen für Jolo. Der macht ja gerade einen Führerschein. Fahren, so schlimm ist es nicht. Das sagt mir aber der Fahrlehrerbericht für was anderes mit den ganzen Gummibäumen. Die ganze Rechnung für die ganzen Gummibäume, die ich einpflanzen muss, neu. Ja? Ja, das ist was anderes. Ich gehe jetzt gerade erstmal kurz nach Hause. Um zu. Erstmal um die Dinger hier loszuwerden und um zu schauen, ob wir irgendwo diesen anderen Mechanik-Tisch. Dass noch irgendwo was gibt. Also irgendwo muss man es ja auf jeden Fall herstellen können. Ja, aber. Bin eigentlich auch doof. Ich hätte jetzt das direkt am Dings gucken können. Ach, bin ich doof. Na gut. Das ist ja nichts Neues. Danke. So, noch knapp 10 Minuten, dann ist das Buch fertig. Danke. Bitte. Arschkrampe. Meine Hilfe, wo man helfen kann. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte jetzt 10 Eisen holen. Oder mach ich gleich 20? Dann kann ich 2 von den Dingern bauen. Nimm gleich mehr mit und um der Kiste mit und stell da hinten Eisen hin. Dann kann ich auch machen. Aber ich glaube, so viel haben wir gar nicht mehr. Das heißt, wir müssen mal gucken, dass wir aus der Mine mehr Eisenerz haben. Das sollte gar kein Problem darstellen. Dann mach doch mal. Liegt aber auch daran, dass du einfach mal weniger Münzen bauen sollst. Was? So, Geld regiert die Welle.
Was? Oh. Nein, hast du jetzt nicht gehört, bitte, oder? Was? Wer regiert die Welle? Oh nee. Geld regiert die Welt, wollte ich sagen. Oh Mann, ey. Ich glaube, sollte ich über die Kappe halten heute. Heute. Yep. Die Cola wirkt schon. Oh nein, bitte nicht. Oh doch. Schon wieder. Oh doch. Komm mal an die Dings ran. Ja, ich komm ran. Super. Das heißt, ich nehme auch gleich mal ein bisschen Kupfer noch mit. Und das Gold nehme ich auch gleich mal mit. Das brauchen wir eh nicht hier vorne. Kupfer braucht man eigentlich auch gar nicht bei der Schmelze, wenn ich gerade so recht überlege. Joa. So, das da wird gerade hervor. Dann wollte ich hier gucken. Ich würde nämlich gerne. Wir brauchen unbedingt mehr Eisen, weil wir haben nur noch 93 Eisen in der Schmelzer. Wo zur Hölle ist Kupfer? Butan hin? Kupfer wird noch mitgenommen. Irgendwo könnte man noch einen Truthahn, also einen gestopften Truthahn machen. Oh, das ist ja noch 193 Eisen haben wir noch. Also so viel haben wir auch nicht mehr. Oh, okay. So, Achtung, Schwerlasttransport. Und nein, ich laufe nicht die Strecke entlang. Ich fahre die Strecke entlang. Ich laufe hier nicht alleine. Kann ich euch keine 2 Stunden alleine lassen in meinem Haus. Was? Was denn? Im Haus gemacht. Warum stehen die Tische? Ich hab gar nichts gemacht, nein. Warum stellst du mir Sachen um, die dann. Muss ich hier alles wieder neu verbinden? Ich hab gar nichts gemacht, Jolo. Man weiß genau, was ich meine. Wo ich davor drauf auf dem Tisch stand und gewartet habe, bis mein Buch fertig ist, habe ich gesehen, wie die alle selber bewegt haben. Das klingt so bescheuert. Nee, ich muss jetzt erstmal. Habe ich überhaupt nicht. So, mein Kopf ist heute wirklich in. Weiß ich nicht. Alaska geblieben. Ich habe keine Truhe mitgenommen. Ah, ich glaube, das gestopfte Huhn konnte man hier oben in der Küche machen. Okay. Ich habe mir jetzt einfach eine Truhe gecheatet. Ah, ist wieder Fall. So cheate ich eigentlich eine Truhe. Ich habe doch einen Stockpile noch mit. Ah, ich bin ja, wirklich bescheuert heute. Na gut. Egal. Wo ist denn her? Eisener Ofen. Wozu braucht man eigentlich noch die Truhen? Die Sachen, die du in eine Truhe packen kannst, kannst du nämlich heute seit kurzem ja auch in alles auf Stockpile packen. Und du brauchst dazu halt noch eine Truhe. Weil sie weniger FPS nutzen. Weil sie weniger Platz brauchen, meinst du? Das auch. Aber Sachen von A nach B zu transportieren ist auch immer so eine Sache. So, Truhe Fertigungshalle, zack. Packen wir uns. Und baut der los hier. 2 Minuten, bis der Blue-Press-Projekt fertig ist. Diese Presseprojekt. Die deutsche Presse. Der ist so geil, der Witz, ich weiß. Schenkelklopfer. Tadam, bing. Ist ein Schenkelklopfer auf deine Schenkel. Herstellung Metzger.de Prime Cut. Dafür braucht man diese komische Latte oder wie das Ding da heißt. Dafür brauchen die Screwpresse. Okay, das heißt, wir müssen diese Latte oder wie das Ding da heißt. Das ist das Ding, wo wir halt diese komischen Kleinteile wie Screws und Zahnräder machen können. Okay. Nee, dafür brauchen wir einen Shaper. Wo ist denn der Shaper? Ach, hier unten. Okay, und für die Shaper brauchen wir dieses Latte. Oh Mann. Was brauchen wir für den Motor? Lass mich raten. Ach, Maschinenhebel? Achso, hier. Portable Steam Engine. Dafür brauchen wir einen Boiler. Yep. Okay, dann machen wir hier diesen Raum komplett mit diesem komischen Basteltisch, was auch immer. Da brauchen wir noch 45 Sekunden. Ja! Jolo, es geht vorwärts. Bei mir auch. Es sind noch 4 Minuten, bis das Backen 2 fertig ist. Noch mal ganz kurz. Da lang. Yeah! Hi, Jolo! Du bist ein bisschen angestellt. Hinter dir. Ach so, bist du ja rumfliegen. Ja, ich hol mir schnell ein paar Stockpiles. Mach das. Vier Stück.
zwei da, zwei da. Ich gehe ein bisschen Weizen ernten. Machst du jetzt erst? Ja. Kann nicht hier platziert werden. Wieso kann es das nicht platziert? Jetzt geht's. Na gut. Als nächstes steht bei mir dann an auf Rüben warten, aber die werden heute wahrscheinlich jetzt nicht mehr fertig. Wen warten? Oh. Hey, du und dein blödes Gebiet hier um deine blöde Schmiede hier drumherum. Ich hab alles gesaved. Nee, nee, nee. Komm mich an das Rum ran. Was? Hat doch jeder zugehört, die Schmelzer. Nö. Oh, naja. Wir haben die Presse. Die Presse wird jetzt auch aufgestellt. Oh, die Sache ist klein. Toll. Ich dachte, das ist jetzt so ein Bulldozer-Teil. Aber das ist so klitzeklein niedlich. Power Grid has infinite. Ich habe nicht genügend Power. Dann sorg mal für Power. Mechanische Power. Geht recht einfach. Da habe ich keinen Block zu. Toll. Floy. Nicht Fly, sondern Floy. Floy. Jupp. Ich hab mein Ohr dazwischen geschummelt. Wie lange hat es euch heute vor zu machen? Panda? Weiß ich noch nicht. So, okay. Schmelze. Oh, stimmt, Jola hat gar keinen Zugriff drauf. So, jetzt hast du aber Zugriff drauf. Gut, gut, dann kann ich ja gleich noch mitnehmen, was ich mitnehmen will. Weizen! Ja. Haben wir noch irgendwo drei Holz rumliegen? Ja. Wo? Bei der Bäckerei geradeaus, da ist irgendwo am Strand so ein Haus, da ist Holz. Ja, beim Mugloch das Haus. Okay, genau. Einfach. Da ich mir jetzt einfach. Zack. YOLO. YOLO hat es mir erlaubt. Also. Wer ist schuld? YOLO. Sechs Minuten muss ich jetzt auf das Windmühlenprojekt warten. Vorher kann ich noch nichts weiter machen. Ey, das ist doch nervtötend. Na gut, dann bringe ich eine weitere Lieferung Eisen. Ist das auch, was auch immer. Windmühlenproduktion bei dir da hinten? Windmühlenprojekt. Ja. Nee, ich meine, ob das halt auch diesen Strom benötigt. Mechanik. Okay, braucht okay. Das. Mechanik. Strom. Dann ist alles richtig. Es hätte bloß die Presse, das presst ja nur. Was soll denn das mit Elektrik zu tun haben? Na gut, gibt doch elektrische Pressen. Ja, ja, Klugscheißer. Ein Wasserrad ist ja leider ein bisschen zu weit weg. Stimmt, da oben ist ja auch noch eins. Aber du hast auch noch gar kein Wasser. Also funktioniert das eh nicht. So. 45,3 Skillpunkte pro Tag vom Essen. Ja, nice. Hast dich endlich mal dazu überwunden, mein Essen vollständig zu essen. Vom Salat gefressen. Ja, nehme ich vollständig von meinen 26 Kilo Salat. 26 Kilo Salat. So, du willst noch nicht mal im Jahr an. Na gut, eigentlich schon. Wie viel habe ich 40 auf der Hand? Erstmal das da, damit ich das in der Hand wegbekomme. Dann kann ich noch ein bisschen Weißmehl herstellen. Und das war's erstmal, was ich hier tun kann. Jetzt muss ich abwarten, dass das fertig wird. So wie ich mit dem verdammten Windmühle. Jo, aber ich glaube, mein Buch ist schon fertig. Ja, das ist gerade fertig. Angeber. Immer diese Angeber. Mag keiner. Sollte vielleicht aber noch ein bisschen Kohle mitnehmen, kann das sein? Nee, eigentlich war nichts mit der Mechanik, war glaube ich nichts mit Kohle. Nö. Ja, du brauchst keine Kohle. Aber wir müssen unbedingt noch ein bisschen mehr Kupfer und Gold sammeln. Genauso wie haufenweise Eisen. Haufenweise Stufe Eisen. Zwei. Kommt dahin. So, jetzt kann ich endlich das lernen, was ich machen wollte. Backenstufe 2. Und, naja, so viele Skillpunkte besitze ich jetzt auch nicht mehr. Huch. Schön. Weil man nicht auf die Straße achtet. Guck mal ganz kurz, welches Level ich für das Brot brauche. Und dann können wir, glaube ich, schon unser erstes Brot herstellen.
Braucht dann zwar 10 Jahre, aber hey, wir haben ja Zeit. Bis Montag dann wieder. Irgendwie will bei mir hier was nicht laden, aber okay. So, ah, ich kann das gut gerade machen. Zynische FPS-Einbrüche ab, das sehe ich. Tut mir leid, die gehen gleich wieder vorbei. Ich hoffe mal, dass es dann geladen ist. Jetzt sollten sie eigentlich vorbei sein. Warum bin ich bei Jodas Haus vorbei? Ja, ja, bla bla. Ne, da muss ich diesmal verteidigen, das war nicht Jodas Haus. Na dann, sehr gut. Ich sehe gerade. Ah, ja. Ist okay. Okay, jetzt fehlen mir Punkte für das. Ah, verdammt, ich würde das gerne noch maximieren, aber wir können ja trotzdem schon mal ein, zwei Brote herstellen. Und Jolo die kocht. Kiste mal anschließen. Ja. Perfekt. Jolo kocht, das kann nichts werden. Alle meine Deckung! Rums! Ich koche doch gar nicht. Backe. Toll, noch schlimmer. Der Lagerfertigungshalle recht. Ich komme mal zu dir. Mal gucken, was du da jetzt für ein neues Gerät hast. Gar keins. Du hast doch irgendwas von dem neuen niedlichen Gerät gesagt. Ja, läuft auch noch nicht. Oh ja, das ist doch egal. Ich will es ja nur sehen. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus hier, als Dekoration schon vor allem. Wie man so hinstellt. Ah, so, ich brauche einen Shape. Ach nee. Ah. Eine Steam Engine. Nee, warte mal. Hä? Brewpress. Dafür brauche ich. Genau, das hier oben. Ich brauche jetzt ein Iron Wheel. Und die Platten. Platten brauche ich. Wie kannst du in der Wagenmacher. Hier. Gedöns da herstellen. Hier Eisenplatten. Hast du schon einen Platz, wo du links gleich anschließt, die Windräder? Kannst du erstmal aufs Dach setzen. Pack die erstmal oben drauf, das dekorativ mache ich später. Kann ich erstmal nach Hause rennen. Und mir den Wagen mache ich einmal. Ach nee, geht ja gar nicht. Vielleicht mache ich mach einfach einen zweiten neuen. Los. Weil für die Straßen bleiben bei mir, aber ich brauche den halt für die verdammten Räder, ja, da hinten. Das bringt mir nichts, wenn ich die Eisenwaffen bis zu mir schleppen muss. Boah, das stimmt. Kann ich später machen, sobald der Bauauftrag von den ganzen Steinen durch ist. Ja, oder wenn wir mal ein Auto haben. Ja, ja. Da geht es ja auf die andere Seite, müssen auch die Straße gemacht werden. Wie viele Bausteine? Also willst du das nächste Dach darüber auch noch aus diesen normalen Bausteinen machen? Dann muss ich noch einen Auftrag ja. machen. Also okay, dann tue ich mal die restlichen Steine noch zu Bausteinen verarbeiten. Aber Ziegelsteine brauche ich erstmal für die Wände. Stimmt. Dann mache ich erstmal Wände draus. Weil die Wände werden gerade ein bisschen relevanter. Würde ich machen. Vermute ich nur, ich weiß auch nicht genau. Wenn die schon ein bisschen wichtiger sind. 23 Sekunden noch, toll. Ist das Profilbild nicht auch schon beim letzten Mal drin? Schon. Ich finde das cool. Keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Wegen Echoplatz, also so ein Pandalast und wir wollten heute. Noch jemanden vielleicht in Echo reinlassen, aber eine Voraussetzung ist dafür wahrscheinlich, dass du auch dafür im TS bist, weil zum Unterhalten und das Absprechen ist ein bisschen besser für so ein Spiel, als wenn man da. Der entscheidet einfach hier. Der entscheidet einfach über meinen Kopf hin, der Junge. Ja, natürlich. Nein, ist aber, ja, ist schon. War so geplant. Oh, ich sehe gerade es. Genügend Bausteine vorhanden. Irgendwo eine Tür gehabt. Ja. Nehme ich Steintüren für die für die Fabrikhalle. Ja, auf jeden Fall. Sieht besser aus. So, jetzt warte ich halt nur noch. Zack. Tut mir leid, Leute, jetzt müssen wir aber halt noch diese eine Minute warten. Bis der letzte, bis der Rainbright Table fertig ist. Jo, vielen Dank, Alex, ALXWHT für dein Follow. Funktioniert, Jolo. Geht dein Follow. Weißt schon. Das Twitch-Follow-System funktioniert, ja. Wenn bei YouTube was passiert, dann ist es. Streamlabs und YouTube. Naja. Aber manchmal geht es, manchmal nicht. Bei mir hat es ja letztens einmal wieder funktioniert, aber sonst. Du hast ja Tippy-Stream.
Nein. Hast du auch Streamlabs? Ja. Gut. Dann müssen wir ein ernstes Wort reden, Jolo. Du hast schon immer Streamlabs. Dann müssen wir ein ernstes Wort reden, Jolo. Du hast schon Streamlabs, da kanntest du noch nicht mal YouTube. Ah. Kann aber sein, dass ich länger... Ach, naja, der Teamspeak sollte an sich nicht so viel Leistung ziehen. Naja, nö. PS frisst bei mir aktuell... Jetzt komm nicht mit meinem Haus. PS. Ja. 1,5%. Und ich habe nur einen 3,7 Prozessor. 3,9 Prozessor. Oh, ist fertig. Einfach mal gleich wieder nach dem Stream TS vorbeischneiden. Und dann wird das. Passwort gibt die YOLO. Stimmt's? Wenn das doch das ist, was ich denke, dann ja. Es ist das Standardpasswort, ja. Okay. Warum soll ich das Passwort ändern? Wer weiß, vielleicht hast du da nur irgendwas eingegeben und weiß es selber nicht mehr. Ich heiße ja nicht Jolo. Haben alles schon vor. Ja, Werbung. Werbung, Spatz. So, setzen wir erstmal schnell die Türen hin, auch wenn das richtig geil aussehen wird gleich. Ja. Wie ich auf Twitch heiße, genauso wie hier. Aber ich streame nicht auf Twitch. Nur Pandalos macht diese Multistreams. Richtig, Panda? Warte kurz mal. Weißt du, die perfekte Gelegenheit, damit er gerade für sich Werbung machen kann. Was macht er? Der wurde echt ja. Unter dem Pantoffel. Schlimm mit dir. Ja, Entschuldigung, Chefin kommt ja auch gerade nach Hause. Ja, ja, Mr. Pantoffel. Ich weiß, die Katze jault auch die ganze Zeit und hat den Hund erschreckt. Der die Wohnzimmertür aufgemacht hat, hat ihn erschreckt. So, jetzt hat die Fertigungshalle schon mal ihre Türen, hat noch nicht mal fertig gewendet, aber hat aber schon Türen. Ja, das ist so gut. Hm? Nein, nicht geschafft. Ah, ein großer Sprung für den Panda. Aufs Dach der Fabrik. Setz jetzt einfach hier hin, aber werde ich später mal umsetzen. Wollen wir mal hier gucken. Den Rainwright Table werde ich jetzt einfach hier hin klatschen. Ja. Bitte sei noch angemeldet, bitte sei. Was? Was hast du kaputt gemacht? Ach Mensch, ich muss ja auch mal das Mikrofon wieder vom Livestream einschalten, ey. Ich habe wieder den Panda gemacht. Mikrofon nicht eingeschalten. Ja, das ist, ey, Jolo? Naja. Das kennt man ja von mir, hä? Mal einfach mal das Mikrofon vergessen. Ah, das kennt man von dir. Ah, Steam Engine. Okay, das nächste ist dann der Shape. Der Shaper. Musst du dich auch eigentlich vor den Streams immer bei Streamlabs wieder einloggen? Ich starte Streamlabs, OBS und fertig. Okay. Also ich logge da nichts ein. Das ist direkt von Streamlabs das OBS. Dadurch wird er automatisch ein. Loggt er sich automatisch ein. Okay, packt das gleich. Genau, super. Das heißt, in 2 Minuten haben wir dann den Late-Dings da, glaube ich. Jetzt sagen wir mal in 3 Minuten. Hier presst er jetzt gerade die nächste Iron Wheel, das Eisenrad. So. Hier noch ein paar Steine. Packt ihr das hier gleich rein? Die beiden Platten packt ihr auch gleich hier oben rein. Wir können auch gleich noch den nächsten Auftrag machen. Wir brauchen noch 8 weitere Platten. Schau mal ganz kurz auf Discord, ob. Jawohl, kann er gar nicht zurückgeschrieben. Au, oh, weia. Die Sau, weißt du, er war vorhin online. Ich habe ihn gefragt wegen Echo Donnerstag. Hallo, so. Ja, ja. Bin ich da? Keine Ahnung. Du kennst meine Meinung dazu. Mische ich mich nicht ein. Boah. Macht weniger Stress. Einer ist es schön mit der Deko. Ich muss es noch. Kann aber auch sein, dass ich, wenn ich die anderen drei Dinge hier, zwei Dinge hier hinsetze. Steam Engine. Die braucht, denke ich mal, die Steam Engine braucht, glaube ich, einen ganzen eigenen separaten Raum. Oder der Assembly. Ach nee, die Assembly Line war das. Die braucht, glaube ich, eine ganz extreme eigene Maschinerie. Warum? Maschinenraum. Weil die ziemlich groß sein soll. Ach so, ja, du kannst ja trotzdem in einer Runde einstellen. Ich habe hab ja noch einen zweiten Raum. Von daher muss ich darauf achten, dass du den Platz dafür hast. Also, den Platz, die Maschinen benötigen.
Den zwei, ich brauche bloß halt mehr Material, damit die Fertigungshalle fertig wird. Der ich zweite Flügel. Schon dran. Wir machen Ruhe. Wir sind heute schon ziemlich gut vorangekommen mit der Elektrik. Wird da wahrscheinlich auch gleich offline dran weitermachen. Weil ich jetzt eh nur noch in der Mine rumstehe und naja. Das will ich nicht mehr sehen. Oh. Außerdem spielt er wieder eine Stunde. Ich muss jetzt die Kalle machen. Irgendjemand muss ihn ja vertreten, wenn er nicht da ist. Genau. Kannst du alle bei mir vorbeischicken? Das stimmt. Mach ich gleich. Kannst du alle von mir vorbeischicken? Dann sehen sie, wie die ganze mechanische Funktion, Baureihe hier funktioniert. Hier noch den Late bei dir geht ja das Interessante ab. Bei mir so Steine klopfen. Heute mal. Bei dir, Malois, ging es immer bei dir mit den Steinmetzen alles. Das stimmt. Aber wir müssen auf jeden Fall mehr Eisen. Weil das Zeug ist ganz schön am Eisen. Ich hab, glaube, warte mal ganz kurz. Ich bin hier mit 400 Eisen hingekommen und jetzt habe ich nur noch 262. Muss mal ganz kurz was gucken. Hier ja, so unten. Ich. Okay, die haben bloß das ist eine Kupferader und das ist eine Kohleader, auf die wir hier stoßen. Eisen ist in der oberen Etage. Ganz oben. Ja, ja, ich hatte aber, glaube ich, irgendwo noch eine neue Eisenader. Ich. Ach, komm hier. Die letzte Eisenplatte. Stimmt, da war nur ein Eisenblock. Schade. Dann brauchen wir noch die 24 Sekunden warten. Dann ist der Lathe fertig. Mit dem Lathe können wir dann den Shaper bauen. Aber dafür brauchen wir auch dieses Creeps, die wir halt in den Lathe bekommen. Exeter, ja, du kannst mitspielen. Du musst halt nur in den TS von Kelle kommen. Dann, ja. Gut reden und dann gebe ich dir die Sachen vom CraftClubMC.de war das, ja? Genau, CraftClubMC.de. Wenn du die Adresse nicht hast, ich kann sie auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Mach das. Viel Spaß. Wo ist das Ding jetzt gelandet? Diese Frage ist eigentlich. Ich muss nochmal gleich fragen wegen dem Passwort für den Server. Server? Server, ein Passwort? Ja, oder auch oh das Gott. Der gerade. Okay, nee. Ja gut, Passwort habe ich noch aufgeschrieben gehabt. Ich habe gerade überlegt, wie war das Passwort? Ja, ich merke es mir doch auch nicht. Ich bin doch auf der Whitelist drauf. Das ist so, Passwort? Also, ich brauche jetzt noch den Shaper, wird jetzt nächstes. Die Shaper brauchen wir jetzt. Also 8. Ich mach schon mal 10 Stück. 16. 20, 22 mache ich schon mal. Das müsste, glaube ich, so richtig sein. Ich schaue aber nochmal ganz kurz. Ich mache einfach schon mal 22 von diesen Geeks, irgendwie Dinger. Die Dinger heißen. Jeder versuch es noch einmal, ja, danke. Der macht jetzt 8 Stück davon. Dafür war der Boiler und der Shaper. Okay, dann brauchen wir noch 8, 12, nochmal 12 Stück mehr. Ich mach schon mal ein paar Vorarbeiten hier. Verwalten. Hier brauchen wir 2, 5 von denen. Das heißt, wir müssen jetzt auch mal gucken. Ja, ist richtig so. Ich brauch nochmal 5 Eisenrohre. Oh Gott, Eisrohr brauchen noch so 10 Jahre, das ist so schlimm mit denen. 5 Stück brauche ich. Mhm. 2 Stück habe ich, glaube ich, noch. Da brauche ich jetzt auch keinen Karren, die kann ich auch so schleppen. Anders, sendst du mir gleich beim TS das Server gelöst da? Dasselbe hier im TS. Echt? Das Passwort. Gut. Vielleicht kommt so auch so ein ich das Passwort. Ja? Ja. Ob doch nicht die arme Sora. Ist schlimm mit dir, Pandalas. Ach stimmt, Sora ist ja auch noch da. Hi, Sora. Ja, Entschuldigung, ich rede die ganze Zeit mit YOLO. Sie gibt keinen Ton von sich, keinen Mucks, nicht mal einen Pups von sich. Hat man schon immer vergessen. Entschuldigung, Sora. Entschuldigung. Schrödingers Katze. Schuld. Na danke. So, 3 Rohre brauche ich noch. Das Ding. Na, 1 Minute 12, so lange brauchst du ja auch nicht. Da kann ich die gleich mitnehmen. Dann haben wir die Pistons auch fertig. Ich mache gleich noch, sagen wir mal, 50 Eisen hinterher. Oder? Was du nicht lassen kannst. Ja. Mach ich einfach nochmal 100 Eisenrohre hinterher. Steine gemacht. Wir sind jetzt eigentlich noch in Auftrag. Zweiter, okay, brauche ich noch ein paar Steine.
Der Steinauftrag für das normale. 10 sind auch fertig zu, um collected zu werden und ein ganzer Stockpile ist voll. Denkst du, ein ganzer Stockpile reicht dir als Dach? Ja, ich mache hier schon mal Vorarbeit. Dann kannst du nämlich. Ich habe übrigens jetzt Holzkohle, weil du hast du letztens gefragt, oder? Bei Start. Ach nee, es war bei Stardew Valley mit die Holzkohle, oder? Ja, das war bei Stardew Valley. Weil ich hatte die Holzkohle gerade hier gefunden. Eine Holzkohle kostet nämlich 7 von diesem Bauholz, von diesem teuren Holz. Hohoho. Teuer, teuer. Also wenn ich jetzt hier rivet. Das Stahl. Channel-Passwort, dasselbe wie immer, oder? Ja. Dann gebe ich Maxe das Passwort. Der lungert nämlich schon da oben in der Eingangshalle rum. Brennofen? Ja, Rennofen, so heißt es. Brennofen? Ja, ist ein Fehler in der Übersetzung. Jetzt lass den armen Rennofen in Ruhe. Auf ihn zu mobben, er kann Brenn? nichts dafür. Ernsthaft? Hey, Dir wake ist noch nie up. aufgefallen? Wo steht denn der Rennofen? Ach, hier. Ey, das ist Geil. der Anfangsofen, der die ganze Schlacke Ja. produziert. Hab's gerade gesehen. Ist okay. So, Muss man bei nicht mir ist es verstehen. jetzt aber auch erstmal, ich verabschiede mich im Stream und gehe jetzt gleich noch ein bisschen Steine klopfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin, Genau, haut guckt alle rein. beim Pandalas vorbei. Stimmt, und geht beim Bandlos vorbei. Er Nächstes macht gerade Mal. ganz gemütlich die ganze spannende Aufgabe. Bis später, YOLO. Ach nee, du bleibst ja noch da, verdammt. Oh, der Zuschauer hoch vor dir und ich. Na. Ich mach grad den Link von dir bei mir rein. Und wie Oh. er ist wieder höflich, so wie immer. Na dann, bis zum Immer nächsten noch. Mal. Tschüss. Tschüss. So, bei mir läuft's aber noch. Mir läuft's aber noch. Bei mir läuft's noch. Naja.